Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich, der niemals preisgibt das Werk seiner Hände. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch an. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, wir freuen uns, dass wir nach krankheitsbedingter Unterbrechung nun wieder gemeinsam Gottesdienst feiern können. Wir feiern die Gottesdienste bis Ostern als Passionsandacht, also nicht als Lobpreisgottesdienst. Das ließ meine Stimme im Moment auch noch nicht zu. Jesu erste Ankündigung seines Leidens und Sterbens, das steht im Mittelpunkt dieses Gottesdienstes. Jesus hat seinen Jüngern mehrmals angekündigt, dass er leiden und sterben möge. Die Jünger verstanden es nicht, weil sie, wie Jesus so treffend sagt, menschlich dachten. Wir wollen lernen, was Jesu Leiden und Sterben für uns zu bedeuten hat. Und wir wollen schauen, dass wir begreifen, dass Jesus
das um unseretwillen hat ertragen müssen, so schwer uns das auch fällt. Und zunächst wollen wir gemeinsam das erste Lied singen. Es ist die Nummer 391, Jesu, geh voran. Wir beten mit Worten aus Psalm 34. Denen, die Böses tun, widersteht er und lässt die Erinnerung an sie mit ihnen sterben. Doch wenn die Seinen rufen, hört er sie und rettet sie aus jeder Bedrängnis. Wenn sie verzweifelt sind und keinen Mut mehr haben, dann ist er ihnen nah und hilft. Wer dem Herrn treu bleibt, geht durch viele Nöte, aber aus allen befreit ihn der Herr. Er bewahrt ihn so unversehrt, dass man ihm keinen Knochen brechen darf. Wer Unrecht tut, den bringt sein Unrecht um. Wer die Freunde des Herrn hasst, wird seiner Strafe nicht entgehen. Der Herr rettet das Leben aller, die bei ihm Schutz suchen. Keiner wird enttäuscht. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Lieber himmlischer Vater, durch deinen lieben Sohn kommen wir zu dir, damit wir unsere Schuld bekennen können. Herr, wir werden jeden Tag schuldig vor dir, weil wir uns immer wieder von dir entfernen. Wir meinen, unser Leben selbst in die Hand nehmen zu müssen. Oftmals funktioniert das, aber in der Regel kommen wir an Grenzen, die wir nicht überwinden können, und scheitern daran. Wir spüren, dass wir auf dich angewiesen sind. Aber immer, wenn wir das erfahren haben, machen wir denselben Fehler. Wir lassen uns von dir stärken und entfernen uns anschließend wieder von dir. Genau darum hast du deinen lieben Sohn für uns am Kreuz sterben lassen. Damit diese Schuld,
die wir Tag für Tag begehen, gesühnt wird. Du hast dafür gesorgt, dass die Kluft zwischen dir und uns beseitigt wird. Gib, dass wir das immer wieder neu erfahren und dass wir uns von dir führen lassen, der du der Quell unseres Lebens bist. Kyrie eleison, Herr, erbarm dich. Herr Gott, erbarme dich. Christi, erbarme dich. Herr Gott, erbarme dich. Herr, es ist gut zu wissen, dass du dich unserer immer wieder gerne erbarmst. Denn so sehr hast du die Welt geliebt, dass du deinen eingeborenen Sohn für uns gegeben hast, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dafür loben und preisen wir dich in Ewigkeit. Amen. Amen. Herr Jesus Christus, der du für uns gelitten hast, gestorben bist und auferstanden bist, zieh uns immer wieder hin zu dir. Du hast gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, zeige uns, dass wir ohne dich verloren sind in unserem Leben. Gehe du voran als unser Lebenslicht. Das bitten wir durch dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und leben wirkst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die erste Lesung steht in Matthäus 16, Kapitel 16, Vers 21 bis 23. Danach erklärte Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal, was ihm bevorstand. Ich muss nach Jerusalem gehen. Dort werde ich durch die Ratsältesten, die führenden Priester und die Gesetzeslehrer vieles erleiden müssen. Man wird mich töten, doch am dritten Tag werde ich auferweckt werden. Da nahm Petrus ihn beiseite und machte ihm Vorhaltungen. Herr, das darf nicht sein. Nie darf dir so etwas zustoßen. Aber Jesus sah ihn an und sagte, geh weg, du Satan. Du willst mich von meinem Weg abbringen. Was du im Sinn hast, entspricht nicht Gottes Willen, sondern menschlichen Wünschen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem, der da ist und der da kommt und der da war. Unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Herr, wir bitten dich, heilige du uns in der Wahrheit und kläre uns, dass dein Wort die Wahrheit ist. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, jeder, der einen Angehörigen hat, der mitgeteilt hat, dass er eine schwere, wahrscheinlich unheilbare Krankheit hat, ist zunächst erschüttert, ja, betroffen. Ohnmächtig steht er vor dieser Aussage. Aber oftmals stellt man fest, dass diejenigen, die von der Krankheit betroffen sind, unheimlich stark und ruhig damit umgehen. Ja, dass sie so damit umgehen, dass sie diejenigen, denen sie die Mitteilung gemacht haben, in Aufruhr bringen. Wie kannst du damit leben? Wie kannst du damit so ruhig
umgehen. Wir machen uns Gedanken darüber, was wir tun können. Und du stehst davor, als wenn das alles nichts gewesen wäre. Ja, das sind Dinge, die wohl viele von uns schon erfahren haben. Wir wollen in dem Moment festhalten. Wir können nicht akzeptieren, dass ein geliebter Mensch womöglich in Kürze nicht mehr unter uns sein wird, weil ihn die Krankheit dahin rafft. Wir stehen fassungslos vor einem solchen Verhalten. Gewiss, viele Betroffene gehen auch anders damit um. Aber viele beweisen diese Stärke. Und genau damit können wir nicht umgehen. So muss es wohl auch Petrus gegangen sein, als Jesus zum ersten Mal von seinem Leiden und Sterben sprach. Mitten herausgerissen durch diese Aussage Jesu von den Wundern, ja, von den großen Taten Jesu. Jesus sollte auf einmal schwach sein, er sollte getötet werden. Nein, das durfte nicht geschehen. Petrus handelte, ja, wie wir auch handeln, vor unausweichlichem, vor tödlichen Krankheiten und anderem. Wer wollte ihm das verdenken? Aber Jesus weiß, welchen Weg er gehen muss. Er weiß dies von Anfang an. Dieser Weg war geplant und ist geplant vor Anbeginn der Schöpfung. Weil Gott wusste, mit wem er es zu tun hatte, als er die Menschen erschuf. Nämlich mit Geschöpfen, die niemals, so sehr sie sich auch bemühen, nach Gottes Gesetzen leben können. Und das musste Jesus Petrus begreiflich machen. Und deshalb sagt er, weiche von mir, bring mich nicht von meinem Weg ab, denn auch Jesus ist ein Mensch. Du denkst, was menschlich ist und nicht das, was Gott im Sinn hat. Aber noch einmal, wer wollte Petrus dies verdenken? Jesus hatte ihn herausgeholt aus seinem Egoismus, aus seiner Sturheit. Er hat ihn zu einem Menschenfischer gemacht. Er hat ihm einen neuen Lebenssinn und Auftrag gegeben. Und das sollte nunmehr alles vorbei sein. Verständlich, dass Petrus da aufbegehrt. Aber wegen des Wissens, dass er diesen Weg gehen musste, musste Jesus Petrus in die Schranken weisen. Denn, wie es Jörg Zing so treffend ausgedrückt hat, Jesus müsste völlig blind an Geist und Seele gewesen sein, hätte er nicht vorausgesehen, welchen Weg er hätte gehen müssen. Jesus musste diesen Weg für uns gehen und musste davon erzählen und musste diejenigen in die Schranken weisen, die versuchten, ihn daran zu hindern. Das ist schwer. Das ist genauso schwer, als wenn
Unser Gegenüber, das die Nachricht von einer tödlichen Krankheit bekommen hat, sagt: Lass mich bitte damit umgehen, wie ich das für richtig halte. Ja, das klingt doch genauso, als wolle dieser Mensch sein Gegenüber ausschließen aus den Sorgen und Nöten, die mit dieser Krankheit einhergehen. Aber auf der anderen Seite ist es auch zu bewundern, wenn jemand so reagiert und reagieren kann. Das heißt nicht, dass Tage kommen, in denen dieser Mensch verzweifelt ist. Dann ist er auf Hilfe angewiesen. Jesus war auch verzweifelt im Garten Gethsemane und hoffte, dass seine Jünger mit ihm beten würden und beklagte dies auch. Aber hier war anderes vonnöten. Hier musste er Petrus und den Jüngern eindeutig erklären, was die Stunde geschlagen hatte, nämlich das Leiden und Sterben für uns unwürdige Menschen. Wir singen das nächste Lied. Das ist die Nummer 91. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken. Wir singen die angegebenen Strophen. Wir lesen weiter im Buch des Matthäus, Kapitel 16, die Verse 24 bis 28. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wer mit mir gehen will, der muss sich und seine Wünsche aufgeben. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sein Leben verliert? Denn der Menschensohn wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und jedem vergelten nach seinem Tun. Ihr könnt euch darauf verlassen. Einige von euch, die jetzt hier stehen, werden noch zu ihren Lebzeiten sehen,
wie der Menschensohn seine Herrschaft antritt. Ihr Lieben, das ist schwer zu verstehen. Wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Es ist wieder so ein Satz von Jesus, ja, bei dem sich bei den meisten von uns die Nackenhaare sträuben. Was heißt das? Sollen wir nicht mehr leben oder sollen wir gar unser Leben an den Nagel hängen, dass wir das Leben gewinnen? Bei tieferer Betrachtung dieser Sätze Jesu wird deutlich, dass es hier um mehr geht. Viele von uns leben, um zu arbeiten. Leben darum, dass sie sich immer mehr Schätze anhäufen. Immer weiter, immer höher. Und unsere Gesellschaft, das merken wir alle, krankt gerade an diesen Dingen. Der Leistungsdruck wird immer höher. Viele Menschen sind dem nicht gewachsen. Burnouts und Depressionen nehmen zu. Angstzustände sind schon bei Kindern keine Seltenheit. Warum? Weil der Druck des Versagens so mächtig ist, dass es einfach nicht mehr auszuhalten ist. Unsere Gesellschaft strebt stets nach vorne, vergisst aber dabei die Menschen, die genau davon betroffen sind. Leben ist mehr. Arbeiten, um zu leben, sollte unsere Devise sein. Arbeiten, damit wir unsere Familien ernähren können. Arbeiten, ja, damit wir vielleicht ein wenig für das Rentendasein auf die Seite legen können. Die Betonung liegt auf ein wenig. Leben, das ist etwas, das kommt aus Gottes Hand. Mit unserem Leben, das jedem von uns geschenkt ist, sollten wir verantwortungsvoll umgehen. Jeder sollte nur so viel leisten, wie er wirklich dazu in der Lage ist. Und nicht über das Ziel hinausschießen, um ja am Schluss krank zu werden. Wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es erhalten. Wenn wir unser Leben auf Jesus ausrichten, wenn wir erkennen, dass unser Leben von Gott kommt, und wenn wir spüren und erkennen, dass Jesus uns auffangen möchte, wenn wir nicht mehr können, ja, dann hat unser Leben einen Sinn. Dann können wir begreifen, dass eben nicht alles vorhersehbar und abschätzbar ist. Dann können wir verstehen, dass wir unser Leben aus Gottes Hand nehmen müssen,
und es nicht verschwenden dürfen mit Dingen, die uns krank machen. Das meint Jesus damit. Und wenn er sagt, dass manche noch zu Lebzeiten erkennen, wie Gott sein Reich aufbauen wird, dann sollten gerade wir, die wir heute leben, genau danach trachten, dies zu sehen. In all den Wundern, die um uns herum geschehen. In den Wundern der erwachenden Natur zum Beispiel. Lass uns dankbar sein für unser Leben. Und es nicht mit Dingen belasten, die es nicht aushält. Lass uns auf Jesus schauen, der uns vorangegangen ist, der unseren Tod gestorben ist, damit wir vor Gott gerecht werden können. Das ist es, worum es in der Passionszeit geht. Jesus starb für uns, Jesus ist auferstanden und Jesus lebt für uns. Diese drei Dinge, die sollten wir uns zu Herzen nehmen. Amen. Wir singen das nächste Lied. Das ist die Nummer 98, Korn, das in die Erde. Ihr Lieben, wir möchten euch noch Folgendes mitteilen. Die Friedensgebete entfallen während der Passionszeit. Wir werden in den Fürbitten um den Frieden bitten. Wir laden aber herzlich ein zum Gottesdienst am kommenden Sonntag. Das ist der Sonntag Letare. Und auch wieder zum Kindergottesdienst. Wir sind froh darüber, dass wir wieder Gemeinschaft mit euch haben können. Wir bedanken uns für euer Verständnis, dass es in den letzten Wochen einfach nicht ging. Wir bedanken euch dafür, dass ihr durch euer Gebet uns immer wieder stärkt.
Und ja, wir danken euch für die Gemeinschaft. Wir werden auch in diesem Gottesdienst wieder die Spendenkonten für die Flutopfer und der Ukraine einblenden und bedanken uns für die Hilfe, die ihr geleistet habt und für die Hilfe, die ihr leisten werdet. Alle anderen Kollektenzwecke könnt ihr wie immer aus dem Internet über eure Pfarrämter und in den Gottesdiensten erfahren. Gott segne Geber und Gaben. Wir wollen nun miteinander die Fürbitten halten. Lieber himmlischer Vater, wir kommen durch Jesus Christus zu dir, um dir zu danken, dass du deinen Sohn nicht verschont hast, dass du das größte Opfer auf dich genommen hast, welches ein Vater auf sich nehmen kann, um uns mit dir und der Welt zu versöhnen. Leg uns das immer wieder ins Herz. Herr, erbarme dich. Wir bitten um den Frieden. Wir bitten um den Frieden in der Welt und auch in der Ukraine. Wir können es nicht verstehen, dass Menschen fähig sind, anderen ihren Besitz, ja gar ihr Land wegzunehmen. Wir können es nicht verstehen, dass Menschen andere nach dem Leben trachten, um diese Zwecke zu erreichen. Herr, wir bitten dich, wehre diesem Größenwahn. Wehre den Kriegstreibern. Gib deinen Frieden in diese Welt, der so viel höher ist als unser Friede. Der Friede, den wir mit unserem Verstand nicht fassen können, den sehnen wir herbei. Darum bitten wir dich von Herzen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für die vielen verfolgten Christen weltweit, die darum, dass sie für ihren Glauben einstehen, gemartert, ja gar getötet werden. Dass sie uns zum Vorbild dienen und gib ihnen deine Kraft und Stärke, damit sie durchhalten. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für dein geliebtes Volk Israel, aus dem dein Sohn hervorgegangen ist. Wir bitten dich, mach uns bewusst, dass Israel unsere Glaubenswurzel ist. Gib, dass wir Israel im Gebet unterstützen. Gib, dass die vielen Israel-Werke ihre Arbeit auch weiterhin tun können. Sei den Überlebenden, die den Holocaust überstanden haben, gnädig. Hilf du ihnen, damit sie ihr Schicksal tragen können. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für unsere Regierung, dass sie weiterhin besonnen sein, dem Handeln. Zeige ihr aber auch, was du von ihr willst und wie du dir das weitere Vorgehen in allem vorstellst. Mache ihnen klar, dass auch sie ohne dich nichts tun können. Dass sie die Reben in deinem Weinstock sind, genauso wie wir. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich auch für deine Kirche, der ganzen Erde. Mach sie eins in dir, trotz aller Verschiedenheit. Gib, dass
die Kirche wieder auf den Ursprung zurückkommt, nämlich auf dein Wort, dass sie das verkündigt in aller Klarheit, Stärke und Wahrheit. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Alles, was wir sonst noch auf dem Herzen haben, bringen wir in der Stille vor dich. Unsere Situationen und auch die Menschen, um die wir uns Sorgen machen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Jesus, du hast gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Du hast von der Nachfolge gesprochen. Wir bitten dich, dass du uns immer wieder darauf hinweist, dass wir dir nachfolgen. Und gib, dass wir an dich glauben, damit wir leben können. Mach uns immer wieder neu zu deinen Kindern, damit wir voll Vertrauen vor dich treten können und beten können, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen miteinander das Schlusslied. Das ist die Nummer 347. Ach, bleib mit deiner Gnade. Bei euch, dass ihr mit uns diesen Gottesdienst gefeiert habt und wünschen euch ja eine gesegnete Passionszeit und wir wünschen euch, dass ihr gesund bleibt. Und so geht nun hin mit dem Segen des Herrn in diesen Tag und in den Rest der Woche. Der Herr segne uns und behüte uns.
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns alle und schenke uns und der Welt seinen Frieden. Amen. Amen. Wir hören nun als Nachspiel: Jesus Christus starb für mich. See you.